Sie sind auf der Suche nach einem Hörgerät, das unauffällig und funktional zugleich ist. In diesem Video erfahren Sie alles rund um das Thema hinter dem Ohr Hörgeräte. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von My Second Ear und ich trage tatsächlich schon seit über 20 Jahren Hörgeräte. Ich habe selbst bereits verschiedene hinter dem Ohr Hörgeräte getragen. In diesem Video erfahren Sie alles zu Bauform, Vor- und Nachteilen sowie Kosten von hinter dem Ohr Hörgeräten. Starten wir also mit den hinter dem Ohr Hörgeräte Bauformen. Zum einen gibt es die Hörgeräte mit einem Schallschlauch. Diese werden auch BTE, also Behind the Ear, also hinter dem Ohr genannt. Diese sind insbesondere für starke Hörverluste geeignet, also bis zu 95%. Der Lautsprecher sitzt bei diesen Hörgeräten hinter dem Ohr. Der Schall wird über einen Schallschlauch ins Trommelfell, also hier, wo dann die Otoplastik sitzt, getragen. Bei weniger starkem Hörverlust ist eine offene Versorgung mit Schirmchen aber möglich. Kommen wir also nun zum nächsten Hörgerätetyp, nämlich dem Hörgerät mit einem Ex-Hörer, auch RIC genannt. Das steht für Receiver in the Canal. Das heißt, hier sitzt der Lautsprecher direkt im Gehörgang. Es gibt hier ein feines Kabel und das kann man auch mit einer Otoplastik oder mit einer offenen Versorgung, also mit einem Schirmchen, verbinden. Kommen wir also nun zu Vorteilen von hinter dem Ohr Hörgeräten. Diese Hörgeräte sind wirklich für alle Grade von Hörverlust geeignet, auch für die hochgradigen Hörverluste. Sie haben einen hohen Tragekomfort, die Reinigung und die Pflege ist auch hier in einem machbaren Rahmen. Es gibt auch genug Platz für starke Batterien oder für einen Akku. Das heißt, diese Hörgeräte können auch aufgeladen werden, sodass sie gar keine Batterien tagtäglich wechseln müssen. Die Bedienung ist außerdem erleichtert dadurch, dass Sie zum Beispiel hier Knöpfe auf Ihren hinter dem Ohr Hörgerät haben und diese zum Beispiel lauter und leiser machen können oder die Programme verändern können, ohne ein Smartphone oder die Apple Watch herauszuholen. Außerdem ist Bluetooth meist gegeben. Das heißt, Sie können in der Regel Ihre hinter dem Ohr Hörgeräte mit Ihrem Smartphone verbinden und so von vielen Vorteilen profitieren. Also Musik hören, Hörbücher hören, Filme schauen, telefonieren. Es ist wirklich endlos. Insbesondere bei RIC Hörgeräten profitieren Sie hier von einem deutlich klareren und natürlicheren Klang. Auch ich trage tatsächlich RIC Hörgeräte und bin ein großer Fan davon. Kommen wir nun zu den Nachteilen von hinter dem Ohr Hörgeräten. Diese sind natürlich etwas auffälliger, weil sie hinter dem Ohr sitzen und natürlich auch etwas größer sind. Aber ich trage ehrlicherweise schon seit über 20 Jahren Hörgeräte und seitdem ich RIC Hörgeräte trage, fällt es kaum noch jemanden auf. Es gibt auch insbesondere mittlerweile auch schon kompakte und stylische Modelle, die sich auch optisch gut ans Ohr anpassen. Ein weiterer Punkt ist, dass für Brillenträger kann es gegebenenfalls zu Platzproblemen hinter dem Ohr kommen. Aber ich trage auch häufig eine Brille und bei mir ist das in Ordnung. Zusammenfassend kann ich sagen, dass HDO-Hörgeräte sich definitiv für die breite Masse, also für jede Person eignen. Circa 90% entscheiden sich bei uns für ein Hörgerät hinter dem Ohr. Es ist besonders für Personen geeignet, die auch Wert auf technische Ausstattung und neueste Technologien rund um das Thema Hören Wert legen. Ein großer Vorteil ist, dass diese mit Akku und Batterie erhältlich sind. Insbesondere mit Akku ist sehr praktisch. Sie können einfach die Hörgeräte jeden Abend in die Ladestation setzen und jeden Morgen können Sie aufwachen und Ihre frisch geladenen Hörgeräte in die Ohren setzen. Das heißt, Sie müssen keine Batterien wechseln und das ist ein riesiger Vorteil, den Sie hier haben. Ich persönlich bin ein großer Fan von RIC, also von HDO-Hörgeräten und trage diese auch tagtäglich seit mehreren Jahren. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kosten denn überhaupt HDO- oder RIC-Hörgeräte? Nun, wir bei My Second Ear stehen für Preistransparenz. Das heißt, wenn Sie unten auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie auf unsere Webseite und dort finden Sie alle möglichen
Hörgerätepreise. Der Preis ist immer pro Ohr und davon können Sie nochmal Ihren Krankenkassenzuschuss abziehen. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die von Hörgeräten profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Wenn Sie unten auf den zweiten Link in der Beschreibung klicken, kommen Sie zu unserem Empfehlungsprogramm. Für jede erfolgreiche Hörgeräte-Kaufvermittlung bekommen Sie 100 Euro in bar und die Person, die Sie vermittelt haben, bekommt einen Rabatt von 100 Euro beim Hörgerätekauf. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Am besten Sie schauen direkt noch weitere Videos von uns an und klicken zusätzlich auf den Abonnieren-Knopf und dann auf die kleine Glocke. Dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand rund um das Thema Hören und Hörgeräte. Ich bin Niklas Spichalski, bis zum nächsten Mal.